Alter Tempel in der Türkei. Jahrtausende älter noch als die ägyptischen Pyramiden. Älter als die frühesten Zivilisationen, die wir kennen. Wie die Mesopotamier, die Minoer oder die Maya. Er wurde gebaut, als die Menschen noch in der Steinzeit lebten. Unglaublich. Doch wer erbaute ihn und warum? Nicht von unserer Welt. Sie sind menschenähnlich, aber nicht menschlich. Um das Rätsel zu lösen, reist dieser Mann 12.000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Zum Ende der letzten Eiszeit. Lange bevor wir das Töpfern, die Schrift oder das Rad erfanden. Als ob das Empire State Building von einem Dreijährigen mit Klötzchen erbaut worden wäre. Über Millionen von Jahren entwickelte sich die Menschheit nur langsam. Wir überlebten, indem wir unser Essen jagten und sammelten. Dann, vor etwa 12.000 Jahren, passierte etwas Außergewöhnliches. Unsere Entwicklung beschleunigte sich. Wir verließen die Steinzeit und in relativ kurzer Zeit danach flogen wir zum Mond. Was brachte uns dazu, uns so dramatisch zu verändern? Dr. Jeff Rose ist ein Experte für die Frühgeschichte des Menschen. Schon seit Jahren studiert er diesen rätselhaften Wendepunkt in unserer kulturellen Entwicklung. Jetzt ist er in der Türkei, um eine verblüffende Entdeckung zu untersuchen, die vielleicht endlich erklären könnte, wie und warum wir diesen großen Schritt vorwärts aus der Steinzeit machten, um das zu werden, was wir heute sind. Der erste Schritt auf dem Mond war nicht der größte Schritt der Menschheit, sondern vermutlich die Entwicklung der Landwirtschaft. Die Theorie ist, dass die Landwirtschaft uns erlaubte, Siedlungen zu bilden, eine Religion zu entwickeln und Tempel zu bauen. Die Siedlungen wuchsen zu Städten und dann zu mächtigen Zivilisationen. Ohne für jede Mahlzeit jagen und sammeln gehen zu müssen, gewannen wir Zeit, um zu denken, zu erfinden und uns aus der Steinzeit herauszuentwickeln. So die gängige Theorie, bis jetzt. Hier in der Türkei wurde etwas gefunden, das ein völlig neues Licht auf unsere kulturelle Entwicklung wirft. Ich kann es gar nicht erwarten, das zu sehen. Die Türkei ist ein sehr altes Land, das Europa und Asien verbindet. Ein Teil gehört zum fruchtbaren Halbmond, der sich von Nordafrika über den Nahen Osten bis ins Zweistromland, den heutigen Irak, erstreckt. In diesem grünen Gürtel wurde der Mensch zuerst sesshaft und hier entstanden auch vor etwa 5000 Jahren die ersten Zivilisationen. Und hier, an einem Ort namens Göbekli Tepe, wurde auch die Entdeckung gemacht. Göbekli Tepe heißt übersetzt Bauchnabelhügel. Die Einheimischen glauben, dass der Hügel heilig ist. Vielleicht aus gutem Grund. Professor Klaus Schmidt ist ein bekannter deutscher Archäologe. 1994 entdeckte er unter diesem Hügel etwas Erstaunliches. Seitdem leitet er die Ausgrabungen. Hi Jeff, how are you? Hi, Klaus. Willkommen bei unserer Ausgrabung. Ist das dein erster Besuch? Unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Professor Schmidt fand in dem Hügel einige riesige Steinsäulen, geschmückt mit seltsamen Reliefs. Ihm war schnell klar, dass er nur einen Teil der Anlage entdeckt hatte. Um herauszufinden, wie weit sie sich erstreckt, ordnete er eine Untersuchung mit Bodenradar an. 90.000 Quadratmeter wurden untersucht. Das Radar sendet Radiowellen in den Boden, die von dichteren Objekten reflektiert werden. Die Variationen des reflektierten Signals können zu einem Bild verarbeitet werden, das die Formen der Objekte zeigt, die sich im Boden befinden.
So konnte Professor Schmidt die Gesamtgröße des Befundes abschätzen. Wie groß ist das Ganze? 300 mal 300 Meter. Das ist riesig. Mit äußerster Sorgfalt und Geduld haben Professor Schmidt und sein Team bis jetzt vier große Anlagen ausgegraben. Es sind hohe, kreisförmige Steinwände, regelmäßig unterbrochen von großen, T-förmigen Säulen. In der Mitte erheben sich zwei große, bis zu 5,5 Meter hohe Monolithe. Die Anlagen sind äußerst ungewöhnlich und wirken fremdartig. Wozu haben sie gedient? Woher wissen wir, dass hier niemand lebte? Es gibt keine Hinweise auf Alltagsleben. Professor Schmidt hat auch an vielen anderen Grabungen in der Türkei teilgenommen und kennt die Bauten der Steinzeitmenschen gut. Seiner Meinung nach unterscheidet sich Göbekli Tepe völlig von den bisher gefundenen. Vielleicht liegt die Lösung des Rätsels in den beeindruckenden Reliefs auf den Säulen. Dort sieht man ein Meisterstück der Handwerkskunst, ein Hochrelief. Wahrscheinlich ein Leopard. Aus einem Block? Ja, aus einem Stein herausgearbeitet. Sehr schöne Arbeit, sehr naturalistisch. Man kann schön die Rippen des Tieres erkennen. Seine Nase, die Zähne und die aggressive Haltung. Unglaublich kunstfertig. Könnte auch von heute stammen. Was bedeuten all diese Tiere hier? Die Tiere im Hochrelief scheinen so etwas wie Wächter zu sein. Die Wächter der T-Säulen. Die T-förmigen Säulen geben spannende Hinweise für das Verständnis von Göbekli Tepe. Ihre Bearbeitung zeigt, dass sie nicht einfach nur Steinsäulen sind. Das sind stilisierte Menschen. Menschen? Ja, da oben sitzt der Kopf, erkennbar im Profil. Das ist der Körper, an dem ein Arm sitzt. Und die Hand mit den Fingern ist hier abgebildet. Hier unten ist der Gürtel. Hier ist noch eine Hand. Die zweite Hand. Eine Gürtelschnalle und ein Fuchsfell als Lendenschutz. Er steht so da. Doch die Säulen sind alle gesichtslos. Es gibt keine Spuren von Augen, Nase oder Mund. Das weist darauf hin, dass sie nicht in unsere Welt gehören, sondern in die spirituelle Welt. Sie sind menschenähnlich, aber nicht menschlich. Wenn sie nicht menschlich sind, wen oder was stellen sie dann dar? Sind es Ahnen oder Götter? Vielleicht sind es die ältesten Götterbilder der Menschheit. Die meisten Archäologen würden eine große Anlage, in der Figuren von Göttern stehen, als Heiligtum identifizieren. Dann sind das die ältesten Tempel der Welt. Ja, das sind die ältesten Tempel der Welt. Wie alt sind sie? Sie stehen seit 11.500 Jahren hier. Göbekli Tepe ist viel fortgeschrittener und höher entwickelt als Stonehenge. Und ist doch 6000 Jahre älter. Es ist 7000 Jahre älter als die ägyptischen Pyramiden. Einige Anlagen sind immer noch im Hügel vergraben. Manche könnten noch älter sein. Was Dr. Rose wirklich verblüfft: Zu dieser Zeit, vor etwa 12.000 Jahren, befindet sich die Menschheit noch in der Steinzeit. Wir wissen schon, wie man Feuer macht, doch das Rad ist noch nicht erfunden und wir haben noch keine Tiere domestiziert. Wie konnten wir dann eine so große Anlage errichten? Um solche Strukturen bauen zu können, muss man schon ziemlich gut organisiert sein. Man braucht viele Arbeiter, Steinmetze, Steinbrucharbeiter, hunderte von Menschen, die die Steine transportieren und aufrichten. Wer also waren diese Steinzeitmenschen, die so etwas bauen konnten, bevor sie überhaupt den Tontopf erfunden hatten?
Was werden uns die ältesten Tempel der Welt über unsere ferne Vergangenheit erzählen können? Göbekli Tepe hat die Wissenschaftswelt schockiert. Göbekli Tepe ist kleiner als eine ägyptische Pyramide, doch der Aufwand für den Bau dürfte für die Menschen in etwa der gleiche gewesen sein, 7000 Jahre früher. Um diese Säulen zu formen, zu transportieren und aufzurichten, brauchte man sehr viele Menschen, die alle versorgt und untergebracht werden mussten. Wer waren diese Menschen? Dr. Rose macht sich auf die Suche nach den Erbauern von Göbekli Tepe. Wenn er herausfindet, wer sie waren, kann er vielleicht auch die anderen Fragen beantworten. Warum haben sie es gebaut? Wozu diente es? Selbst nach 12.000 Jahren gibt es Hinweise darauf, wer die Erbauer der Tempel waren. Bei den Ausgrabungen wurden sehr viele Tierknochen gefunden. Dr. Rose will wissen, was sie uns über die Erbauer von Göbekli Tepe verraten. Was sind das für Knochen? Die erste große Gruppe besteht aus Knochen von verschiedenen Gazellen. Dazu kommen die Überreste von Wildschweinen, Rotwild und Wildschafen. Die meisten Knochen sind von fleischigen Körperteilen. Es sind also Überreste von Mahlzeiten. Es waren alles Wildtiere. So ist es. Es gibt keine Hinweise auf domestiziertes Vieh. Was sagt uns das über die Menschen von Göbekli Tepe? Es impliziert, dass wir es noch mit Jägern und Sammlern zu tun haben. Die Menschen betrieben noch keine Landwirtschaft. Dieser Hinweis ist immens wichtig. Denn lange Zeit glaubte man, dass Menschen so etwas wie Göbekli Tepe nur erbauen konnten, wenn sie Landwirtschaft betrieben und in größeren Gemeinschaften lebten, wie die Ägypter Jahrtausende später. Die Landwirtschaft schafft Vorräte, sodass die Menschen nicht mehr jeden Tag aufs Neue Essen beschaffen müssen. Sie sind sesshaft geworden und haben genug Zeit und Ressourcen, um religiöse Ideen zu entwickeln, Tempel zu bauen und die Erbauer zu ernähren. Soweit die Theorie. Doch die alten Knochen in Göbekli Tepe erzählen eine andere Geschichte. Die Erbauer der Tempel betrieben keine Landwirtschaft. Sie waren immer noch Jäger und Sammler. Traditionell bedeutet das, dass die Menschen vorwiegend nomadisch und in kleinen Gruppen lebten und mit den Jahreszeiten dorthin wanderten, wo auch ihre Jagdbeute hinzog. Doch im fruchtbaren Halbmond hatten die Menschen damit begonnen, sesshaft zu werden. Mindestens 1000 Jahre bevor Göbekli Tepe erbaut wurde. Doch noch war der Grund nicht die Landwirtschaft. Sie hatten einen Punkt erreicht, an dem sie merkten, dass es vorteilhafter war, Wissen in einer großen, sesshaften Gruppe weiterzugeben, als in einer kleinen, nomadisch lebenden. Das ist die Siedlung von Djerf el-Ahma. Sie stammt aus der gleichen Zeit wie die frühe Periode von Göbekli Tepe. Vor etwa 12.000 Jahren. Genau. Es ist ein kleines Dorf, ein paar verstreute Häuser. Aber in der Mitte ist ein außergewöhnliches, größeres Gebäude. Man sieht, dass die Innenwände keine Türöffnungen hatten. Niemand lebte dort. Nein, es war das gemeinsame Lagerhaus für das ganze Dorf. Ein gemeinsames Lager bedeutet, dass die Menschen dieser frühen Siedlung wildes Getreide ernteten und lagerten. Und es miteinander teilten. Mit der eingelagerten Nahrung hatten die Menschen jetzt die Zeit, um einen Tempel planen und bauen zu können. Göbekli Tepe liegt auf einem Hügel, ohne direkten Zugang zu Wasser. Die Menschen mussten Wasser und Nahrung hinauftransportieren. Sie konnten sich nicht sehr lange in dem Tempel aufhalten. Wo also lebten sie? Dr. Rose beschließt, sich die nächste größere Stadt in der Nähe von Göbekli Tepe anzusehen. Sie liegt nur 15 Kilometer entfernt und heißt Chanliurfa. Die Stadt hat eine beeindruckende Geschichte. Hier erzählt man sich, dass Abraham, der Stammvater der drei großen monotheistischen Religionen, vor etwa 4000 Jahren in dieser Stadt geboren wurde. Doch Dr. Rose weiß inzwischen, dass diese Stadt noch viel älter ist.
Der türkische Archäologe Dr. Bahattin Çelik ist Experte für das frühe Şanlıurfa. Wir haben im Boden unter der Stadt Werkzeuge aus Feuerstein gefunden, die auf eine etwa 11.000 Jahre alte Siedlung aus der Steinzeit hinweisen. Hier haben also schon zu einer Zeit Menschen gelebt, als die Tempel von Göbekli Tepe gebaut wurden. Könnten sie die Erbauer gewesen sein? Dr. Rose erfährt von interessanten Artefakten, die im Museum von Şanlıurfa ausgestellt sind. Diese Statue wurde bei Bauarbeiten in der Stadt gefunden. Sie ist fast 11.000 Jahre alt, fast so alt wie Göbekli Tepe. Doch diese Figur hat ein ausgeprägtes Gesicht, anders als die Monolithe der Tempel. Ähnliche Statuen wurden auch in Göbekli Tepe gefunden, die jetzt hier ausgestellt werden. Dieser Kerl ist ganz ähnlich wie die große Statue mit den schwarzen Augen. Gut, er ist etwas kleiner und stärker verwittert, aber man sieht deutlich, dass er einmal ein Gesicht hatte. Die Menschen, die Göbekli Tepe gebaut haben, wussten also, wie man eine Statue mit Gesicht herstellt. Sie haben den großen Monolithen absichtlich keine Gesichter gegeben, denn sie wollten Götter oder übernatürliche Wesen darstellen. Die Statuen zeigen, dass die alten Bewohner von Şanlıurfa Göbekli Tepe erbaut haben könnten. Aber sie waren Steinzeitmenschen. Und die Tempel zeigen einen Grad der Ingenieurskunst, den man erst Jahrtausende später vermuten würde. Dr. Rose ist verblüfft. Wie haben diese einfachen Jäger und Sammler das hier geplant und gebaut? Es ist, als hätte man entdeckt, dass das Empire State Building von einem Dreijährigen mit Klötzchen erbaut wurde. Wie haben sie das gemacht? Konnten Steinzeitmenschen wirklich einen Ort wie Göbekli Tepe Jahrtausende vor den Pyramiden bauen? Dazu kommt, dass sich das nötige Ingenieurswissen über längere Zeit entwickelt haben muss, bevor diese Tempel erbaut wurden. Die frühesten Anlagen wurden auf Felsgrund errichtet. Die zwei zentralen Monolithe wurden in nur 10 cm tiefe Schlitze eingesetzt. Sie waren bis zu 5,5 Meter hoch, aus einem einzigen Stein gearbeitet und wogen bis zu 16 Tonnen. Um so einen Pfeiler herzustellen, braucht man großes handwerkliches Geschick und etwas geologisches Wissen. Dr. Rose wendet sich an einen Experten der Steinbearbeitung, um herauszufinden, wie diese Pfeiler hergestellt wurden. Dave Chapman studiert und praktiziert seit Jahren die Art und Weise, wie vorgeschichtliche Menschen Stein bearbeitet haben. Gehört alles, was wir hier sehen, zum Steinbruch, in dem die Monolithe geschaffen wurden? Es scheint so. Das ist einer? Ja, das ist einer der Monolithe. Er ist etwa 7 Meter lang. Wir glauben, dass es einer der ganz frühen ist, etwa 12.000 Jahre alt. Mit Meißeln aus hartem Granit gaben die Steinzeitsteinmetze den Monolithen, die noch auf dem Boden lagen, ihre grobe Form. Dann haben sie wahrscheinlich Hebel benutzt. Sie haben eine Stütze davor gelegt und ihn mit Hebeln herausgedrückt. Sie haben das riesige Ding herausgehebelt. Ja, ein Hinweis darauf ist, dass sie diesen hier beim Heraushebeln zerbrochen haben. Aber danach, wie um alles in der Welt, haben sie ihn auf den Hügel geschafft. Wie beim Rudern, nur an Land. Statt im Boot zu sitzen, steht man daneben und zieht den Hebel nach dem Anheben nach hinten und der Stein bewegt sich vorwärts. Wie viele Leute hätte man dafür gebraucht? Ich denke, 50 Männer hätten das Ding bewegen können. Um die Monolithe herum wurde eine fast 2 Meter hohe Mauer aus Steinen und Mörtel gebaut. Die Mauer wird regelmäßig von weiteren, kleineren T-förmigen Pfeilern unterbrochen, die zwischen 3 und 5 Meter hoch sind und bis zu 10 Tonnen wiegen. Dr. Rose will wissen, wie lange die Erbauer gebraucht haben, um eine solche Anlage zu errichten. David Chapman beginnt mit der Reproduktion eines der Reliefs auf den Säulen, das er aus dem örtlichen Kalkstein herausarbeiten wird. Er nutzt nur Werkzeuge, wie sie auch in der Steinzeit zum Einsatz kamen.
Ich nutze Steinhämmer und Steinklingen, um den Stein zu bearbeiten. Diese Werkzeuge stelle ich selbst her, indem ich Splitter vom Stein abschlage. Auf diese Weise erhalte ich eine sehr scharfe Steinklinge. Diese Steinmetzkunst ist überall am Tempel zu bewundern, selbst an den Eingängen. Dieses seltsame Objekt ist ein Portal. Wir vermuten, es war vertikal dort in diese Wand eingebaut. Das Portal war der Eingang zur Anlage, wiegt mehrere Tonnen und wurde aus einem einzigen Stein herausgearbeitet. Vorhin erwähntest du die Idee vom Jenseits, in das man eintritt und wiedergeboren wird. Sieht aus wie der Eingang dorthin. Wenn diese Anlagen das Tor zur Unterwelt darstellen sollen, dann hatten sie etwas mit dem Tod zu tun. Besonders wichtig für diese dunkle Welt waren die Reliefs der Kreaturen auf den Säulen. Ihre Schaffung scheint ein arbeitsintensiver Prozess gewesen zu sein. Doch die Steinzeit-Steinmetze waren Meister ihres Fachs. Das ist fantastisch. Unglaublich. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Etwa 6 Stunden bis jetzt. In jeder Anlage gibt es etwa 20 davon. Wie lange hätte man für eine komplette Anlage gebraucht? Auf der Basis des einen Reliefs, das ich angefertigt habe, würde ich sagen etwa 300 Stunden. Das dürfte genügen. Wie lange würde man brauchen, um einen ganzen Tempel zu bauen? Wenn man davon ausgeht, dass etwa 60 bis 70 Leute daran arbeiten, würde ich sagen, man kann es in 6 bis 12 Monaten schaffen. Mit weniger Leuten vielleicht etwas länger. Die Anlagen haben etwa 10 bis 30 Meter Durchmesser. Professor Schmidt weiß inzwischen, dass viel mehr als nur 4 Anlagen existieren. Eine Karte, erstellt aus den Daten des Bodenradars, zeigt die Anlagen im Hügel in verschiedenen Farben. Die Monolithe sind rot. Sie zeigt, dass mindestens noch weitere 16 Anlagen im Hügel liegen. Das sind sehr viele bearbeitete Steine. Doch der Scan enthüllt noch eine weitere Überraschung. Den blauen Bereich konnten wir lange nicht datieren. Aber inzwischen sieht es so aus, als wären diese Strukturen die ältesten Anlagen. Wir schätzen etwa 2.000 bis 3.000 Jahre älter. Damit nähern wir uns dem 12. bis 13. Jahrtausend vor Christus. Nach der letzten Eiszeit? Ja, direkt nach dem Ende der letzten Eiszeit. Das würde heißen, dass die Strukturen im Boden in diesem Teil des Hügels vor 14.000 bis 15.000 Jahren gebaut wurden. Das wären 3000 Jahre vor der Entstehung der Landwirtschaft in diesem Gebiet, jenem kritischen Ereignis, das laut der vorherrschenden Theorie Religion und Tempelbau erst ermöglichen sollte und uns damit nach relativ kurzer Zeit auf die Reise ins All schickte. Warum haben sich die Menschen dieses außergewöhnlich große und schwierige Projekt aufgebürdet? Wozu diente es? Dr. Rose ist sich sicher, dass der Schlüssel zum Verständnis von Göbekli Tepe in den Bildern liegt, die aus den Säulen herausgearbeitet wurden. Was bedeuten sie? Um die alten Bilder verstehen zu können, reist er nach Istanbul, um sich die Symbole in einem anderen Tempel anzusehen. Die Kora-Kirche wurde vor etwa 1600 Jahren erbaut und im frühen 16. Jahrhundert in eine Moschee umgewandelt. Seit 1948 ist sie ein Museum. Die Mosaike, die die Wände bedecken, sind ein hervorragendes Beispiel für christliche Symbolik. Wichtig für jedes Gotteshaus ist, dass alle, die sich hier versammeln, die Symbolik der Bilder verstehen.
Sie sorgt zusammen mit den Ritualen dafür, dass die Gemeindemitglieder denselben Glauben teilen und gemeinsame Ziele verfolgen. Käme ich aus einer anderen Kultur und würde nichts über das Christentum wissen, würde ich all diese Bilder nicht verstehen. Wenn ich die Bedeutung der Symbole nicht verstehe, dann weiß ich nicht, wozu dieser Ort dient. Doch wir wissen, dass die Erbauer von Göbekli Tepe Jäger und Sammler waren. Und deshalb können wir eine wahrscheinliche Erklärung liefern, warum es gebaut wurde. Jäger und Sammler teilen ihre Nahrung mit einer kleinen Gruppe aus Familienmitgliedern und Freunden, denen sie vertrauen. Wenn sie schließlich sesshaft werden, bekommen sie mehr Kinder. Die Siedlungen wachsen schnell auf Hunderte oder gar Tausende Menschen an. Jetzt müssen die Menschen lernen, friedlich zusammenzuleben und mit Fremden zu teilen. Dazu braucht man eine gemeinsame moralische Basis und ein weitreichendes Vertrauen. Man brauchte also etwas, das die Gemeinde zusammenhielt. Etwas, das zeigte, dass man die gleichen ethnischen Grundlagen teilte. Ein Projekt wie der Bau einer solchen Anlage, zusammen mit den dazugehörigen Ritualen, kann so etwas bieten. Es schafft den moralischen Kodex. So musst du dich verhalten, wenn du zu uns gehören willst. Benachbarte Gemeinden stellten die Arbeiter, um die gemeinsame Religion in einem Gebäude zu manifestieren. Ein Steinmetz von der Gruppe, ein Baumeister von der anderen. Und dann bauten sie einen Tempel. Ein solch riesiges Unterfangen zwingt die Menschen, zusammenzuarbeiten. Sie sind aufeinander angewiesen, müssen einander vertrauen. Es schweißt die Menschen zusammen. In der Art, ich habe dich in der Kirche, in der Synagoge gesehen. Ich kenne dich kaum, aber ich vertraue dir. Doch für welches Glaubenssystem stehen diese Tempel? Die Jahrtausende davor waren geprägt von dem Glauben, dass allem, Tieren, Pflanzen, Steinen und Naturphänomenen, ein Geist innewohne. Der Mensch war nur ein kleiner Teil der Natur. Mit den Höhlenmalereien wurde die Natur abgebildet und die Menschen erscheinen ihr untergeordnet. Jetzt erhoben sich menschenähnliche Säulen über die Natur, repräsentiert durch wilde und gefährliche Tiere. Diese zentralen Säulen könnten auf einen Wandel der Mentalität hinweisen. Plötzlich stand der Mensch im Mittelpunkt. Die Darstellung dieser Tiere unter dem Kopf der anthropomorphen Figur ist ein Hinweis darauf, dass der Mensch als über den Tieren stehend angesehen wurde. Uns über die Natur zu stellen, ist ein ganz anderes Selbstbild als das, was in früheren Höhlenmalereien dargestellt wurde. Im Vergleich zu den Höhlenmalereien ist das eine sehr wichtige Veränderung. Es ist eine ganz andere spirituelle Welt, die jetzt von menschenähnlichen Wesen dominiert wird. Die große Zahl von Tierknochen, die hier gefunden wurden, deutet darauf hin, dass sich die Menschen hier zu Festmahlen versammelten. Wenn sie sich hier zum Festmahl versammelten, dann brauchten sie eine Menge Nahrung. Sie brauchten eine konstante Versorgung. Und das könnte, vereinfacht gesagt, die Grundlage für die Idee sein, dass man die Natur managt, dass man Essen produziert und nicht mehr nur jagt und sammelt. Professor Schmidts Theorie ist radikal. Wenn diese sesshaften Jäger und Sammler nun mit der Landwirtschaft begannen, weil sie mehr Nahrung wegen des Tempels brauchten, dann wäre die Religion der Funke gewesen, der den großen Schritt aus der Steinzeit verursacht hat. Vermutest du, dass die Religion der Auslöser dafür war, dass die Menschen mit der Landwirtschaft begannen? Ja, die Religion gab den Anstoß dazu, Landwirtschaft zu betreiben. Wir dachten, Religionen wären entstanden, nachdem sich die Menschen niedergelassen hatten. Doch diese Religion entstand vor der Landwirtschaft. Was wollten die Menschen erreichen?
Die neue Religion verschaffte den Menschen einen großen psychologischen Vorteil. Sie erhebt uns über die Tierwelt, über die Natur. Wahrscheinlich war dieser große mentale Schritt nach vorn nötig, um Tiere und Pflanzen domestizieren zu können. Jetzt wird Dr. Rose klar, dass Göbekli Tepe einen dramatischen Wendepunkt in der Entwicklung der Menschheit repräsentiert. Seine Säulen mit den Reliefs zeigen die neue Sicht des Menschen auf die Natur. Doch welche Rituale und Zeremonien fanden hier statt? Professor Schmidt hat einige interessante Hinweise gefunden. Wir sehen den Körper eines Menschen mit Schultern, Armen und irrigiertem Penis, aber eindeutig ohne Kopf. Ein schreckenerregendes Bild, zusammen mit den Skorpionen, den Schlangen und den Geiern. Es könnte eine Darstellung des Jenseits sein. All diese Beobachtungen stützen unsere Theorie, dass wir es hier mit Begräbnisritualen zu tun haben. Die Begräbnisrituale in anderen Siedlungen zur Zeit Göbekli Tepes waren ziemlich seltsam. Der Leichnam wurde begraben, später wieder ausgegraben, der Kopf wurde abgetrennt und als Reliquie genutzt. War Göbekli Tepe für Todesrituale genutzt worden? Es fällt nicht besonders schwer, sich Göbekli Tepe als Tempel vorzustellen, der den Toten gewidmet ist. Ein Portal führt in eine flackernde Unterwelt, wo die Schädel der Verstorbenen von den Körpern getrennt werden. Dazu werden fremdartige Riten unter hochaufragenden Säulen ausgeführt, deren Bilder die Herrschaft des Menschen über das Tier verkünden. Dr. Rose wird langsam klar, dass wegen Göbekli Tepe die Geschichte umgeschrieben werden muss. Wir dachten immer, dass es die Landwirtschaft war, die die einzelnen Jäger- und Sammlergruppen zu großen Gemeinschaften verband. Daraus entwickelten sich dann Zivilisationen. Jetzt zeigt sich, dass die große kulturelle Revolution vor der Landwirtschaft entstand. Und diese kulturelle Revolution wurde durch die neue Religion angestoßen, in der wir über den Tieren stehen. Wir bauen den Tempel, um die Gemeinschaft unter dem neuen Glauben zu festigen. Und diese Anstrengung zwingt uns dazu, diesen riesigen evolutionären Schritt in Richtung Landwirtschaft zu machen. Göbekli Tepe weist darauf hin, dass es unser Bedürfnis nach Religion war, das uns zur Zivilisation führte. Doch dann erfährt Dr. Rose das seltsame Ende der Geschichte von Göbekli Tepe. Nach den riesigen Anstrengungen, um diesen außergewöhnlichen Ort zu bauen, schütteten die Menschen, die den Tempel nutzten, ihn auch wieder zu. Aber warum? Der Untergang des ältesten Tempels der Welt ist so geheimnisvoll wie die Religion, die in ihm ausgeübt wurde. Über ein Jahrtausend lang diente er als Mittelpunkt des kulturellen Lebens in dieser Region. Menschen, die bis zu 200 Kilometer weit weg wohnten, nutzten ihn als rituelles Zentrum und zum Austausch von Neuigkeiten, Ideen und Entdeckungen. Hier begann die landwirtschaftliche Revolution Form anzunehmen, die die Menschheit für immer verändern würde. Und während sich diese neue Lebensweise entwickelte, veränderten sich auch die Tempel. Etwa 1500 Jahre, nachdem die großen kreisförmigen Tempel mit den riesigen Monolithen gebaut worden waren, wurden sie zugeschüttet. Darauf baute man kleinere Anlagen. Göbekli Tepe wurde verkleinert. Es war Teil des Programms. Man baute den Tempel, nutzte ihn eine Weile und schüttete ihn wieder zu. Das Ergebnis war kein Gebäude, sondern ein Hügel. Aus den vielen kleinen Hügeln wurde schließlich ein großer Hügel. Professor Schmidt hat auch eine der kleineren Anlagen ausgegraben, die über den alten Anlagen erbaut wurden. Jetzt sind wir in B. Das ist also jünger. Jünger als Schicht C und D, ja. Wieder gibt es zwei zentrale Säulen, sehr gut erhalten. Aber sie sind nur noch 4 Meter hoch. Die Monolithe sind damit 1,5 Meter kleiner als die älteren Säulen. Später wurden noch kleinere, rechteckige Anlagen auf die vorhergehenden gebaut.
Göbekli Tepe existiert noch für weitere 1000 Jahre, doch die Verkleinerung ist dramatisch. Die umbauten Räume werden kleiner, die Säulen immer kürzer und die Säulen in der Außenmauer immer weniger, bis sie ganz weggelassen werden. Schließlich vor etwa 10.000 Jahren verschwindet Göbekli Tepe unter einem von Menschen aufgeschütteten Hügel. Doch warum wurde ein so wichtiger Ort sorgfältig zugeschüttet? Um das herauszufinden, will Dr. Rose eine andere Siedlung aus dieser Zeit untersuchen, 30 Kilometer von Göbekli Tepe entfernt. Als der Fluss Euphrat 1990 aufgestaut wurde, wurden über 800 Quadratkilometer Land überflutet. Unter diesem Stausee liegt einer der möglichen Gründe für den Niedergang von Göbekli Tepe. Dr. Rose sieht sich Fotos an, die vor der Überflutung aufgenommen wurden. Sie zeigen die Ruinen einer Steinzeitsiedlung namens Nevali Chori. Sie existierte während der Zeit von Göbekli Tepe. Die Fotos zeigen, dass vor etwa 10.000 Jahren etwas Neues in der Siedlung auftauchte. Es scheint ein öffentlicher Platz zu sein. Es ist ein kleiner, quadratischer Platz mit 13 Steinpfeilern in der ihn umgebenden Mauer und zwei gesichtslosen Monolithen in der Mitte, auf denen Arme und Hände eingraviert sind. Es ist eine kleinere, lokale Version der großen Kathedrale Göbekli Tepe, eine Art Dorfkirche. Diese Art heilige Plätze tauchten in mehreren Siedlungen dieser Zeit auf, parallel zur Verkleinerung von Göbekli Tepe. Die Gemeinden bauten jetzt ihre eigenen heiligen Orte, vielleicht weil sie nicht mehr zum großen Tempel auf dem Hügel wandern wollten. Göbekli Tepe verlor an Bedeutung. Der große Tempel war im Prinzip ein Opfer des eigenen Erfolges. Der verbindende Glaube hatte sich überall in den örtlichen Siedlungen durchgesetzt. Doch vielleicht gibt es noch eine andere Erklärung für den Niedergang des Tempels. Die Nachfahren seiner Erbauer waren keine Jäger und Sammler mehr. Sie waren Bauern. Und sie interessierten sich nicht mehr für die Bräuche ihrer Vorfahren. Als die Menschen zu Bauern wurden, brauchten sie die Plätze ihrer Ahnen nicht mehr, wo jene die Geister ihrer Jäger- und Sammlergemeinschaft verehrt hatten. Die neue Generation der Bauern blickte in die Zukunft und die Bräuche ihrer Vorväter kamen aus der Mode. Dr. Rose erkennt, dass die kulturelle Revolution abgeschlossen war. Die Landwirtschaft war die Zukunft und Göbekli Tepe musste zusammen mit der Vergangenheit verschwinden. Doch zu seinem Erstaunen muss er erkennen, dass einige Aspekte des alten Glaubens heute immer noch vorhanden sind. Sie bilden die Basis einer fundamentalen Doktrin des christlichen Glaubens, die Auferstehung. Die Reise von Dr. Rose in unsere prähistorische Vergangenheit neigt sich dem Ende zu. Doch ein Stück des Puzzles will er noch verstehen. Als die Tempel von Göbekli Tepe vor etwa 10.000 Jahren zugeschüttet wurden, was geschah mit dem kraftvollen Glauben, der sie einst erschuf? Um nach den Spuren des Glaubenssystems zu suchen, das zum Bau der ältesten Tempel der Welt führte, fährt er über 400 Kilometer nach Westen. Çatalhöyük ist über 9000 Jahre alt. Manche halten es für die älteste Stadt der Welt. Hier lebten mehrere tausend Menschen. Sie waren Bauern. Dr. Tristan Carter ist an den Ausgrabungen beteiligt und hat viele Verbindungen zu Göbekli Tepe gefunden. Man findet die gleichen Bilder wie in Göbekli Tepe. Man findet wilde Stiere, Leoparden, Wildschweine. Alles in Verbindung zu dem mindestens 2.500 Jahre älteren Glaubenssystem von Göbekli Tepe, das wahrscheinlich noch einer Jäger- und Sammlerwelt entstammt. Und hier in einer Bauernsiedlung, hunderte Kilometer entfernt und tausende Jahre später, bildet es immer noch die Basis der Gemeinde. Das Verschütten von Göbekli Tepe war also nicht das Ende seiner Geschichte. Seine spirituellen Grundlagen und seine Symbolik verbreiteten sich weiter.
Was immer die Symbole bedeuten, man findet sie in vielen späteren Siedlungen in dieser Gegend wieder. Dr. Rose findet die gleichen Symbole, die er in Göbekli Tepe sah, jetzt in einem 2000 Jahre jüngeren Haus wieder. Warum wollte man so etwas in Häusern haben? Der Stier war offensichtlich ein wichtiges Symbol für die Menschen. Vielleicht stellte er eine bestimmte Gottheit dar. Oder er war ein Symbol im Zusammenhang mit einem Ritual. Das sind verkleinerte Abbilder. Das Urrind, der mittlerweile ausgestorbene Auerochse, hatte eine Schulterhöhe von bis zu 2 Metern und ein bis zu 3 Meter breites Gehörn. Das waren gigantische, beängstigende, tödliche Bestien. Indem man diese Kraft in gebändigter Form ins Haus brachte, feierte man die Tapferkeit des Jägers. Man denke nur an die Stierkämpfe in Spanien. Auch dort geht es um Tapferkeit und Ehre. Und damals hatte man aus gutem Grund Angst vor riesigen Tieren. Heute haben wir immer noch Ehrfurcht und Respekt vor den kraftvollen Stieren und immer noch wollen wir zeigen, dass wir sie besiegen können. Dieses Gemälde eines Begräbnisrituals, 2000 Jahre jünger als Göbekli Tepe, ist ein weiteres faszinierendes Bild, das Dr. Rose hier findet. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Verstorbenen den Geiern überlassen worden. Durch die Funde von Hunderten von Gräbern wissen wir inzwischen, dass die Toten sehr wohl gleich begraben wurden. Doch nach einiger Zeit kamen die Leute zurück und gruben sie wieder aus. Und dann trennten sie vorsichtig den Schädel ab. Der Schädelkult wird mit der Verehrung der Vorfahren erklärt. Der Schädel ist eine physische Erinnerung. Nachdem er von der Leiche getrennt wurde, wurde er im Haus oder mit anderen Schädeln an einem öffentlichen Platz ausgestellt. So wurde ein wichtiger Mensch wieder zurückgebracht, damit seine Geschichte, die die Menschen verband, lebendig blieb. Es war die Auferstehung einer bestimmten Person, die sehr wichtig für diesen speziellen Stamm war. Der kopflose Mann in Göbekli Tepe könnte ein sehr früher Ausdruck der Idee der Auferstehung sein. Ein verstorbener Mensch oder eine Gottheit wurde wiedererweckt von den Toten, weil er aus einem bestimmten Grund oder einem Glauben heraus einen Stamm vereinte. In den folgenden Jahrtausenden tauchte die Idee der Auferstehung in den Religionen vieler Zivilisationen auf. Darunter in Babylon, Ägypten, Indien und Griechenland. Bis heute hat diese Idee im christlichen Glauben überlebt. Die alten Tempel von Göbekli Tepe verschwanden früh. Doch die Ideen, die sie repräsentierten, beeinflussen unsere Kultur seit 12.000 Jahren. Vielleicht werden wir nie ganz verstehen, was in Göbekli Tepe vor sich ging. Doch was ich auf dieser Reise gesehen habe, hat mir einiges klargemacht. Der Bau dieser Tempel war das Ergebnis einer langen Tradition von Ideen und Handwerkskünsten, die bis in die Eiszeit zurückreichen mussten. Ihr Bau führte Menschen von nah und fern zusammen. Und noch wichtiger, die Tempel brachten unser spirituelles Selbstbild einen großen Schritt vorwärts. Statt nur Teil der Natur zu sein, sahen wir uns nun als Herrscher über sie. Mit dem Bau des Tempels öffneten wir das Tor zu einer neuen Lebensweise. Dort unter den hochaufragenden Säulen Göbekli Tepes schufen wir die Götter nach unserem Ebenbild. Göbekli Tepe markiert den vielleicht wichtigsten Wendepunkt unserer kulturellen Entwicklung. Damals begannen die Menschen, größere Gemeinschaften zu bilden. Sie begannen, ihren Platz in der Welt neu zu definieren. Und sie begannen, Tiere und Pflanzen zu domestizieren. Der erste große Schritt aus der Steinzeit heraus, der uns ins Weltraumzeitalter führte.